Jo, Leute, hallo. Ich habe eine Woche Pause gemacht, weil die Server nicht so beständig gut und so, und das neue Update hat mir ein bisschen die Motivation genommen. Und jetzt bin ich aber wieder motiviert und habe sogleich zweimal große Rifts gemacht, und nebenbei sind hier drei dieser neuen Legendary Gegenstände gedroppt vom Endboss. Und ich habe mehrmals diesen gefunden. Und ja, sonst halt wie immer nur Schrott. Aber ich bin jetzt endlich mal beständig gut und ja, klar T1 sicher. Ich mache nur noch ein bisschen wenig Damage mit diesem Hexenmeister, aber sonst geht alles gut. Und ja, auch habe ich gefunden hier beim Templer das Relikt von Akkarath und bietet alle seine Fähigkeiten zur Wahl. Also er setzt alle ein. Oder auch, also die Passiven hat nicht. Ja, ich habe ihn nur auf MF gemacht, einfach den Ring, mehr nicht. Und er ist eher als Blocker da. Ich habe den Ring da. Wo ist er? Da unten weggetan, damit ich 5 habe. Die blocken sehr schön und machen auch gut verteilt Schaden. Also ich hab's lieber, wenn sie verteilt Schaden machen. Und wegen dieser Passiven, weil sie um 30% die Geschwindigkeit erhöht, wenn wir nicht kämpfen. Das ist nämlich sehr gut. Und sonst habe ich hier mal giftige Nadelspitze Pfeil genommen. Sollten Leichenspinnen, lodernde Spinnen, die machen T1 momentan für mich einfach zu wenig Damage. Später gehe ich auf explosive Kröten, weil es gibt ein Item, wo die dann die Gegner verfolgen und zweimal explodieren, und das haut schon richtig fett rein. Und als sekundäre Attacke habe ich Säurewolke mit Feuer, also Leichenbombe, genommen, weil das wenig Mana kostet und schön explodiert, schön viel Damage macht. Sonst alles normal, Tiki-Feuer-Tempel wegen Feu Teufel, wegen Feuer. Zornige Beschützer habe ich hier gewählt, weil ich den momentan nicht immer dabei haben muss. Der ist nur 15 Sekunden dabei. Sonst nehme ich natürlich den Raufbold, auch wegen Feuer. Und ja, brennender Hund ist klar. Tanz des Zuschlagen ist auch klar. Das ist der häufigste Voodoo-Ding, Schamane. Und bringt 30% mehr Power. So. Also. Dann, ah ja, noch zu den Items. Ja, zum Spidi habe ich neu. Und ja, der Helm, der bietet nicht schlecht Schaden und hat einen guten MF-Stein drin, also Topaz. Sonst hier wieder die Einheit. Ein gestohlener Ring. Ich bin extrem am Helm Gampeln, also von der Kandala, damit ich dann später mal einen Unicam habe, der den Pet-Schaden erhöht. Um 100%, glaube ich, oder so, also richtig verdoppelt den Schaden. Oh, Slackroots. Das ist immer wegen der Engine oder so. Ja, klar. Ach. Das ist nicht gerade besonders. Und die Kette war hier noch. Oh Gott. Genau am Anfang schon ein Ding. Und ich habe ja die Hunde nicht beschert, stimmt. Ups. Ja, wenn es leckt, kann ich ja nichts. Also wirklich. Dann noch Wolle und Feuerkette. Macht natürlich sehr viel Damage. Dafür machen sie jetzt nicht mehr so viel Damage. Ja, hey, verwollt mich doch nicht immer. Gott, oh Gott. Bei manchen Gegnern ist es einfach so, dass sie extrem oft diese Fähigkeit einsetzen können. Voll OP für die Gegner. Und
Da habe ich natürlich keine Chance mit schlechten Items. Reflexion ist wahrscheinlich auch dabei. Nein, nicht. Okay. Ach, komm mal. So. Ah, dafür eine gute Belohnung. Aber können wir das gebrauchen? Muss mal kurz die Lautstärke ein bisschen runterstellen. So. Was ist das? Ein Riemen. Also Gürtel. Ja. Haben wir schon 1000 Mal gefunden. Haben natürlich wieder resettet. Also wahrscheinlich habe ich ihn noch nicht in diesem Spielstand. Aber es ist komisch, dass Blizzard nicht die PTR-Spielstände speichert. Und immer nach jedem Patch muss man wieder neu anfangen, also im Europe-Server-Spielstand anfangen. Also richtig blöd gemacht, ein bisschen. Also ja, ein bisschen viel blöd gemacht. Aber ich hoffe, bald ist 2.1 drin, draußen, und ich kann richtig viel leveln in der Season. Da fange ich natürlich neu an. Aber wahrscheinlich eben nur eine Session. Weil ich ja auch mal etwas anders spielen will. Momentan spiele ich sehr viel Terraria, mega gut geworden. Dank dem neuen Patch. Voll viel Action und so. Und das Itemsuchen macht sehr viel Spaß. Also richtig gut ist schon fast Action-Rollenspiel jetzt. Ja, es ist schon ein Hack'n'Slay. Und ja, leider ein bisschen zu leicht geworden. Die haben es ein bisschen zu leicht gemacht, aber die Bosse haben es immer noch in sich. Und schon wieder Feuerkette. Das reicht jetzt bald mal. Oh Gott, dann aber zuschlagen. Tanz des Zuschlagens machen. Klopf, klopf, klopf. Ja, die Achievements sind auch wieder zurückgesetzt worden. Wie immer. So, wieder Mana auffrischen. Und dann los geht's. Hey, beschützt mich mal. Oh, dieses Ding ging kaputt. Die killen die Hunde, das ist nicht sehr gut. So, nochmals zornige Beschütze. Und dann wieder spammen. Ah, sind die starr. Ja, also den Rifts, den großen Rifts habe ich weniger Probleme. Das sind Gegner ein bisschen schwächer, aber hier per Zufall halt sehr stark, das nervt. Aber er geht schon gut ab, also weniger Probleme als mit dem voll gepowerten Dämonenjäger, den ich gehabt habe. Also für T1-Verhältnisse. Mal den Tiki-Teufel anmachen. So. Zwei Bosse hintereinander, okay. Mhm. Ja, dass ich so zäh bin, ist mal gut. Da kann ich einfach mal reinlaufen und alle auf einen Fleck tun, locken. Und es droppen auch relativ viele Heilkugeln, deshalb bin ich bald wieder geheilt. Oh, nicht schon wieder Feuer und dann so ganz schnell. Feuerketten, Feuerverzauberung, was gibt es noch alles? Alles immer Feuer. Ja, jetzt kommen wieder welche.
Oh Gott, solche Leute. Wir erstmal ein bisschen mit kommen hier. Na, wenigstens die Tiki-Teufel. Und wo ist der Rest? Kuckus. Ah, hier. Alle auf sie. Immerhin nur auf Arkan verzaubert. Das ist viel anständiger, viel weniger böse als diese Feuerketten. So. Also das macht richtig viel Damage. Und das kann man richtig mehrmals spammen. Leichenbombe. Und auch zum Kisten kaputt machen. Ja. So, ich werde mal weitermachen, eben diesen Helm suchen. Und sobald ich den Helm habe, mache ich wieder ein weiteres Video. Sollte jetzt nicht mehr allzu lange gehen. Und ja, er ist relativ häufig, also ja, relativ einer der häufigsten Helme, wenn man mit dem Witch Doctor gambelt nach Helmen. Und ja, ich hoffe, ich finde ihn bald. Also Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch kurz ein Zuschlag. Ich bin jetzt hier unten, wir waren ja irgendwie, genau hier waren wir gewesen, hier. Und hier unten habe ich mein erstes Legendary für diesen Rift gefunden. Und zwar hier die unkapnische Schlange. Erhöhten Schaden von Zombie-Angriff um 10%, das bringt uns nichts, aber hier unten 26% des euch zugefügten Schadens wird auf eure Zombie-Hunde umgelenkt. Also ein bisschen safer für uns. Ich hoffe, die Skelette, die Zombie-Hunde sterben nicht so schnell und ja. Ja. Gut. Ich hoffe, ich finde noch mehr. Bis. Ein nächstes Mal, Dankeschön. Tschüss.